Willkommen Freunde, hier ist der Epiray und es geht weiter mit Pokémon. Wir haben die Stadt hier erreicht und eigentlich wollte ich ja mir ein Pokémon fangen. Auf der Brücke. Das werde ich jetzt auch nochmal schnell gucken, ob ich das doch noch irgendwie hinkriege. So. Die Zugbrücke. Mal sehen. Da. Nein! Schon wieder eine Feder. Das kann's doch nicht sein. Mal gucken. Kommt hier gar nichts mehr? Manu. Ich wollte doch noch ein Pokémon fangen. Ach hey. Und wieder zurück. Dann warte ich hier mal. Mal sehen, ob was passiert. Nichts. Okay, ich geb's auf. Rückzug. Nice Brücke. Oh, wen haben wir denn da? Ihr seid also die Trainer, die Camilla. Ja. Wir wollen in die Stadt. Das ist ärgerlich, okay. Dann müssen wir eben wieder Team Galaktik. Galaktik. Warum sag ich Galaktik? Plasma. Plasma, Galaktik, Magma, Feuer. Magma, Feuer. Magma, Aqua. Rocket. Habe ich irgendein Team vergessen? Keine Ahnung. Gonna catch 'em all. So, nochmal ein bisschen schneller. So. Ja, das ist die Stadt, wo ich meinen Vorräte auffrischen werde. Mit Heil-Items. Und wo wir jetzt noch ganz schnell was erledigen. Nämlich bei dem Typen hier. Ich muss mal gucken, ob meine Teamaufstellung in Ordnung ist. Moment. Ja, passt. Weil das ist der erste Herr, der gegen uns einen 3 gegen 3 Kampf machen möchte. Okay. Machen wir ein bisschen schneller. Ich weiß, wie der funktioniert. So. Den Kampf spule ich diesmal nicht vor. Weil die 3 gegen 3 Kämpfe sind schon ein bisschen... ja, merkwürdig. Und ich habe die Aufstellung schon wieder falsch gemacht. Ich habe vergessen, dass... ja, okay, das spiele ich vor mit dem Tor. So. Okay, Kampf. Bewegen. Bauschi. Megasauger. Mitte. Du. Schockwelle. Auf Bahnschuf. Mal sehen, ob das klappt, wie ich es mir denke. Und Schuss. So, weil eigentlich habe ich ja Zero nicht umsonst mit Blitzfänger. Damit die Elektroattacken von Michi in einem Doppelkampf zum Beispiel auf Zero gehen. Damit Michi keinen Schaden erleidet. Aber das funktioniert im Moment nicht. Okay, Michi hat gewechselt. Steht nur da. Ah, verdammt. Ups, hab schon wieder vorgespult. Okay. Gigasauger. Moment. Gigasauger. Den Zerblitz und Michi Aquavelle. Auf das in der Mitte. Zero, du machst Nitroladung auf das in der Mitte. So. Verdammt. Wusste ich doch, dass das nicht funktioniert. Ich wollte mein Team eigentlich so aufstellen, dass Zero in der Mitte ist. Ah, weg ist es. Bin nicht geübt in Dreierkämpfen. Ich weiß nur, wie er funktioniert. So in etwa. So. Michi bekommt ein Level Up. Ist jetzt Level 28, versucht Vergeltung zu erlernen. Vergeltung ist es für mich eine overpowerte Attacke, oder? Nein, nicht die Vergeltung. Achso, das ist die Attacke. Nein, die möchte ich auch nicht. Weil es eine Let's-Start-Attacke ist. Nein. Ich möchte sie nicht bald. Nicht erlernen. Danke. So. Es ist nur Zerblitz da. Saugen wir mal schnell aus, würde ich mal sagen. Okay, du lebst noch.
Komm, Michi, greif an. Aquarelle, perfekt. Verwirrt, paralysiert, aber er kann angreifen. Hauptsache. Okay. Nun zum eigentlichen Hauptteil hier zurück. Oh, Level geht schon wieder Level up. Im eigentlichen Hauptteil in dieser Stadt. Und ja, ich gehe jetzt erstmal zum Pokécenter und frische meine Vorräte hier auf. Wenn ich das Pokécenter finde, da ist es. Los, heil meine Pokémon. Auf, hopp. Bitte. Okay. So. Okay, die Levels stimmen noch. Also muss keiner austauschen, dass jemand wieder Levels kriegt. Okay, bei dieser Shopping-Tour nehme ich euch mal mit, kann man quasi sagen. Als erstes mal. Kann ich hier verkaufen? Ah, Moment. Ich will irgendwo verkaufen können vorher. Stimmt ja. Warte, Moment. So, bei dem kann ich doch verkaufen, oder? Genau. So. Ich werde meine Heil-Items mal komplett neu auffrischen. Okay. So, ich mache mein komplettes Inventar eigentlich jetzt direkt leer. Außer jetzt gewisse Items. Leber lasse ich auch drinne. Und den Hypertrank wollte ich eigentlich auch nicht verkaufen. Sondern sowas wie Vergifter. Gegengift. Und ein Supertrank. Okay, den kann man auch mal loswerden. So. Nun gehe ich hier hin. Hol mir das beste Heil-Item ab, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. Ein Dutzend, bitte. Das machen wir jetzt ein paar Mal. So, ich hätte gerne nochmal ein Dutzend. Nehmen wir 5 Dutzend, holen wir uns. Das dürfte vorerst ausreichen. Ein Dutzend sind 12 Stück. Wer es mitgelesen hat und wer es nicht mitgelesen hat, jetzt weiß das. Das heißt, wir müssten dann 60 haben, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Okay, 61 machen wir draus. So. Ein Dutzend bitte. Okay. So. Prüfen wir mal kurz nach, ob ich jetzt mich auch nicht verrechnet habe, verzählt habe. Gummelsch, 61. Halt 100 KP für 500. Ein Supertrank kostet dementsprechend mehr. Man kann hier bei dem auch Medizin kaufen, was billiger ist. Halt alle Statusprobleme. Aber das, was hier drin ist, sorgt auch dafür, dass das Pokémon einen nicht mehr so sehr mag. Also es denkt, das mögen. Also wenn ihr ein Pokémon trainieren solltet, was über Mögen kämpfen soll, also über Rückkehr oder sich durch Mögen entwickeln soll, sind diese Sachen hier nicht zu empfehlen. Aber da ich diese Voraussetzung derzeit nicht benutze, werde ich zumindest das Heilpuder von hier kaufen. Heilpuder ist sowas wie Hyperheiler, nur etwas billiger. Und ich verwende auch wirklich nur das Heilpuder von erstes zum Heilen davon. Das ist ja Energiestaub und... Okay, der Energiestaub ist teurer als ein Tafelwasser, deswegen würde ich ihn überhaupt nicht kaufen. Und das ist wirklich das Billigste, was man für 200 HP zum Heilen bekommen kann. Aber ich brauche es derzeit nicht. Und werde es auch, glaube ich, auch in Zukunft nicht brauchen, weil die Milch komplett alles wegmacht. Das Einzige, was hier vielleicht noch nur nützen ist, ist das Vitalkraut. Aber so oft werden Pokémon bei mir, glaube ich, nicht besiegt. Ich hoffe es zumindest. So, was haben wir hier denn noch? Tut mir leid, aber... Okay. Was hat der Typ eigentlich? Das möchte ich auch mal kurz gucken. Expertengurt. Expertengurt sorgt dafür, dass wir doppelt so hohe EV bekommen von einem Pokémon, was wir besiegen. Was bei diesem Durchspielen nicht erforderlich ist. Also EV ist der Entwicklungswert. Jedes Pokémon gibt einen bestimmten EV-Wert ab. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Gyarados, gibt 2 Angriffs-EV.
Das liegt daran, dass der Angriffswert bei ihm der höchste ist und es die zweite Entwicklungsstufe ist. Ja, deswegen gibt es zwei. Man kann maximal auf einen Wert 255 EV haben. Ab 252 bringt das schon nichts mehr. Also von daher, ja, man kann sein Pokémon gezielt trainieren. Der EV bringt so viel, dass jeder vierte EV einen Statuspunkt mehr bringt. Also einen Statuspunkt mehr in KP, beziehungsweise Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, das, was ihr trainiert. So, und ich werde jetzt mal hier kurz gucken, was es für so wilde Pokémon gibt. Ui, ein Eis-Pokémon. Ich bin am überlegen, ob ich mir das Eis-Pokémon hier fange, um zu trainieren. Ich werde jetzt einfach provisorisch mal eins schon mal fangen. Weil ich mag Eis-Pokémon über alles. Das ist wirklich mein Favorite-Typus ever. Und ja. Da gucken wir mal nach, was wir hier so rausholen können. Ich werfe erstmal einen Superball. Ich denke mal, ein Superball sollte ausreichen. Okay. So. Gucken wir mal an, was du für ein Wesen bist. Robust. Eissturmlawine. Okay. Ich überleg's mir noch, ob ich das trainiere. Das werdet ihr ja dann im nächsten Part vielleicht sehen. Ich weiß nicht. Ach komm, das fange ich jetzt auch noch. Wenn's Jakovell überlebt, fange ich's. So. Oh. Verdammt. Achso, war ja Spiegel Salve und ein Spiegel Cape. Wäre Spiegel Cape gewesen, hätte ich jetzt ein ernstes Problem gehabt. Oh nee, verwirrt und haut sich selber tot. Retten. So viel dazu. Eigentlich wollte ich nur das Item haben. Protein. Oh, Protein gibt 10 Angriffs-EV. Oh, ein Doppelkampf. Ich sage, ich trete die Flucht an. Obwohl. Ich glaube, ich gehe hier ein bisschen leveln. Damit Pico Chiller, beziehungsweise jetzt in dem Fall Liver, ein bisschen nachkommt. Und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, mal schauen, ob ich noch so ein Vogel-Pokémon kriege, was ich in die ganze Zeit haben will. Da, 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 da. Ach nein, heilt wieder. Moment. Doch, da war's. Gerade wieder. Mann. Da. Da war was. Oh nö. Da war wieder was. Da, komm. So viele Sachen. Kein Flattern. Kein Flattern. Oh Mann, no meter. Glaub's doch nicht. Bitte. Ich von der Seite. Da, 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 da. Ach, Manno. Ich will auch keine Federn haben. Da, da, da ist doch was im Schatten. Ach, mein Gott, ich krieg nur Federn. Da ist noch ein Schatten. Ich krieg wirklich nur Federn, Manno. Ich will nur einen Pokémon haben. Manno. Ich geb's auf. Da, noch ein Schatten. Was haben die denn eigentlich alles für Federn ein? Da, da, da. Schon wieder ein Feder. Okay. Wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ich hab's zumindest versucht. So. Okay, mein Team ist jetzt überall auf Level 30. Liver ist auf 28. Das wird er auch bald aufholen. Er hat eine neue Attacke gelernt, die Attacke, die ich unbedingt haben wollte, die Kehrschelle. Kombiniert mit seiner Fähigkeit Techniker ist die Attacke extrem. Das meine ich wirklich. Also, nun zum eigentlichen Spielverlauf zurück. Wir wollen Team Plasma jetzt fertig machen. Ich beeile mich mal, um hinzukommen. So. Genau, hier wollen wir rein.
Okay, wen setzen wir vor? Ich kann euch sagen, Bauschi kann ich im Moment nicht gebrauchen, da das jetzt alles auf Eis-Pokémon zugeht. Oh, ein Rivale. Nervig, ich untersuche das Haus jetzt mal. Ich will mich hier umsehen. Komm her, kämpfst du? Sei vorsichtig, es ist ziemlich glatt. Ja, das kann ich mir denken. Ein Netzball. Okay. Was haben wir denn hier so? Nichts. Okay. Das sind diese Rutschpartien. Vielleicht kennt es jemand aus Pokémon Gold Silber. Kann man hier genauso hin und her rutschen. Hui, hui. Ja. Wie in damaligen Edition. Okay, was hast du denn? Ein Grillmark. Na, da haben wir Zero. Schockelle. Und tschüss. Nein, du lebst noch, verdammt. Jetzt aber und tschüss. Gut. Und nächste... machen wir auch noch ein Zero. Denke ich mal, wird ein Funkensprung eher angebracht sein, weil Kampf-Pokémon sind bekannt dafür, dass sie so Spezial-Defense haben. Weckruf, au. Kriegst noch eine Verfolgung. Und tschüss. Und der Angestellte ist down, oder was das sein soll. Okay. Wir müssen jetzt hier... gehen wir mal... oh, eine Rutschaktion. Juhu. Eis, Eis, Baby. Muha. Komm. Oh, schon wieder so ein Ding. Das ist irgendwie im Kreis. Immer kommt dieses Affen-Pokémon. Mal ganz ehrlich. Man hat im Wald Sodamark, Veginak und Grillmark. Und hier kommt die gleiche Wiederholung. Ich glaub's nicht. Gut, dass du auch mit einem Schlag weg bist. So. Also es wiederholt sich relativ oft, muss man sagen. So, ich denke mal, so wird der richtige Weg sein. Dann gehen wir mal hier hoch. Und kämpfen gegen ihn. So, was haben wir denn? Och. Weiterentwicklung von unserem... jetzt weiß ich schon wieder den Namen nicht. Ich will nicht fliehen. Okay. Er kann von Flucht nicht direkt nach oben lenken. Das ist doof. Okay, du machst Funkensprung. Das hier hat eine Clownsnase. Ganz ehrlich, ich frag mich, wie das Ding mit so einem Balken einen Fußkick machen möchte. Aber schön. So. Ich werde jetzt erstmal Zero heilen. Das hat oberste Priorität und ich möchte mal gucken, was ich für Federn eingesagt habe. Okay, Angriffswert. Naja, egal. So. Schnell heilen erstmal, wenn wir hier schon sind. Zack. Einmal voll bitte. So, was haben wir denn noch eingesammelt? Eine Heilfeder. Einsatz. Also erhöhe ich damit deine Basis-KP. Also es ist wie KP Plus oder so. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Verstehe. Also wie KP Plus. Okay, dann werden wir mal schnell Protein in Liver geben. Und wo ist es noch? Da ist noch eins. Da ist was für ein Angriffswert. So. Gut. Das wollte ich nur gemacht haben. Spezialverteidigung, Spezialangriff. Das können wir noch verwenden bei... wir brauchen das eher. So. Okay. Dann hätten wir das auch. Ich weiß nicht, wie viel die Federn geben. Weil ich habe mich... ich habe damals, wo ich das Spiel durchgespielt habe, oder eher gesagt, angespielt habe, mich nicht um die Federn so geschert, sondern ich habe... bin durchgegangen, hat er dann direkt einen Flug-Pokémon als Gegner. Deswegen, ja. Habe ich nie eine richtige Feder bekommen. So. Kriegst einen Funkensprung. Und tschüss. Und Level Up für Zero.
Stampfer. Eine neutrale Attacke. Was kann man dafür wegmachen? Verfolgung. Benutze ich eh nie. Stampfer ist ziemlich praktisch. Lässt Gegner zurückschrecken. So, ein Eisheiler. Ich wollte auswechseln. Zero nach hinten. Und Michi nach vorne. Und Liver könnte von Liver ja schon mithalten, aber ich werde erst Liver entwickeln, bevor ich ihn zum Einsatz bringe. Und dafür brauchen wir einen gewissen Stein. Leuchtstein. Den wir aber auch bald kriegen sollten, oder? Ich muss gucken, wo es ihn gibt. So, einmal weg. Und noch einmal. Ach, wenn das erste schon so gut klappt. Dann nehmen wir das zweite auch nochmal die Attacke. So, und nochmal Tackle. Mit deiner Geduld kommst du eh nicht mehr zum Zug. So, und der nächste bitte. Und mal, was ist es? Achso, du bist es. Was nehmen wir denn? Das. Galantini. Ja, der Name geht eigentlich noch, Galantini. So, holen wir uns das Item hier. Was haben wir denn da? Ein Übertrank. Okay. Ja, wir sind noch alle über voller Energie, also brauchen wir den Übertrank eigentlich gar nicht. So. Lauf mal schneller. Du meinst, da ist jemand drin? Ja, ich meine es. Ich gehe alleine vor. Du bleibst da draußen und wartest einfach. Tatsache. Ist das hier ein Gruppenkuscheln? Ist es euch so kalt in dem Container, dann solltet ihr da schleunigst mal rausgehen einfach. Wäre so ein kleiner Tipp. Das ist nicht gerade das beste Versteck, was ihr da gefunden habt. Okay. Du machst die Hälfte. So. Hast du den hier schon besiegt? Ah, okay. Ich dachte, der Typ hätte schon alle besiegt, deswegen... Boah, nee. So, Michi. Aquavelle. Ich mag das Punkt nicht, das guckt so komisch. Michi ist verwirrt, Michi hat sich selbst verletzt. So. Konada. Ach, Michi. Das ist die reinste Selbstzerstörung, weil Michi nicht angreifen kann. Selber schuld, Michi. Nehmen wir lieber einen Pokémon auf das verlasse. Zero! So, Michi. Zero wird das jetzt ausgleichen, was du nicht geschafft hast. Die Mülltüte. Nein, ich dachte schon. Und tschüss. Zuro und Keks. Zuro Keks. Okay. Ich muss echt mal die Namen lernen. Das sage ich aber bei jedem Part, glaube ich, wo ich versuche, die Namen auszusprechen. Auf Anhieb. So, Michi. Ach nee, Michi beleben wir nicht wieder. Du bist selber schuld. So. Ich schicke jetzt aber Bauschi nach vorne, weil Zero ein Level oben drüber ist. Und die haben ja definitiv keine Eis-Pokémon. Wo ich mir denken könnte, dass sie Eiszapfen haben in dieser Tiefkühltruhe. Das muss ich gerade sagen, und ich schicke einen Pflanzen-Pokémon rein. Mobihieb. Tschüss. One-Hit-Kill. So, du Cleopatra. So, die ersten zwei hätten wir schon mal besiegt. So, nehmen wir dich als nächstes. Bumm. Was? Danoli. Ganz viel.
kann auch viel. Mensch, an den Waschmittel. Kotonaga. Nehmt euren Namen. So, jetzt fehlt nur noch eine hier. Und das bist du. Tschüss. Ach, die Mülltüte. Ich wusste doch, dass ich sie nochmal zu Gesicht bekomme. Gigasauger, wir spammen dich mit ganzen Attacken zu. Vergiftet? Oh, war klar. Ich würde auch gerne mal. Ich nehme auch mal einen Schlammbad und möchte mal sehen, ob ich danach vergiftet bin. Schlammmäder sind gesund. Ja, das sagt der Sprecher aus Bruderzirkel Mainz. Und das merkt man ja hier voll. Total. Wir sind vergiftet. So, seltsam. Yep. Nehmt sie mal alle mit. Auf jeden Fall, das Item da hinten will ich haben. Ja, transportiert sie mal schneller ab. Puh. Und tschüss. Respekt, das ist gar nicht mal so schlecht. Yep. Ja. Mhm. Ja, genau, geh nach draußen. Ich will das Item da hinten haben. Ewiger Eis. Huhu. Was ein Zufall, dass wir das Item hier kriegen. Und wie praktisch, dass unser Pokémon jetzt doch keinen Schaden leidet. Wegen dem Gift. Naja, gehen wir mal schnell raus. Und gucken mal hier oben schnell nach. So. Ich guck mal eben, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, es wird Zeit zum Cutten, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ich cutte oder ich cutte noch nicht. Ich guck nochmal schnell was nach. Ah, nee, nee. Na, darum kümmere ich mich später. Das würde sonst nicht in den Part passen. Okay, dann würde ich sagen, wir wenden hier erstmal und sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dahin, see ya!